Guten Morgen von Matteo Fabris. Coronavirus verbreitet sich auf der ganzen Welt. In diesem weltweiten Notfall gibt es neben dem großen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiko ein Phänomen zu bekämpfen. Desinformation. Die Verbreitung gefälschter Nachrichten kann gefährlich sein und sollte vermieden werden. Online-Geschichten deuten darauf hin, dass es gefährlich ist, Ibuprofen einzunehmen, wenn sie an Coronavirus leiden. Neben authentischen medizinischen Ratschlägen haben sich falsche Botschaften verbreitet, die die Fakten verfälschen. Also, Forscher der Universität Wien haben Beweise dafür gefunden, dass Ibuprofen das Risiko für die Entwicklung schwerer Coronavirus-Symptome erhöht. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für diese Nachricht, die von der Universität selbst als falsch erwiesen werde. Aber die Nachrichten haben, obwohl falsch, Verwirrung verursacht. Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre jüngste Empfehlung zurückgezogen, Ibuprofen bei Verdacht nicht zu verwenden, und erklärt, sie untersuche die Situation. Die Weltgesundheitsorganisation rät Verbrauchern, Paracetamol einzunehmen, wenn sie die Symptome ohne Rücksprache mit einem Arzt behandeln möchten. In jedem Fall wird immer empfohlen, einen Arzt oder Apotheke zu kontaktieren. Vom Fiumicello ausgebildet ist das Wort an meine Kollegin Lucrezia weiter. Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.